eigentlich auch echt gar keinen Grund dafür, warum ich die dann einfach nicht mehr weitergeguckt habe. Aber irgendwann, keine Ahnung, hat es mich mal kurz nicht mehr so gecatcht und dann war es halt einfach vorbei. Eigentlich hätte ich die voll gerne zum Ende geguckt, weil eigentlich fand ich die gar nicht mehr schlecht. Danke für den Follow. Supercell ist eine neue Serie. Ja, hatte ich schon jemand gesehen, Supercell? Denn ich weiß nicht, ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, die anzugucken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die ist gar nicht so gut. Aber falls jemand die schon gesehen hat, ist sie gut, ist sie schlecht, lohnt sich die anzugucken oder nicht? Game of Thrones habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. Night Agent habe ich auch geguckt. Ja, also wie gesagt, ich habe eigentlich fast alles geguckt. Umbrella Academy habe ich auch geguckt. Was gab es denn noch? Alles so schnelles Geld. Ja, also man kommt halt, wie gesagt, nicht direkt auf den Namen. Vor allem nicht mehr in meinem Zustand. Also mittlerweile bin ich echt schon so ein bisschen wie benebelt. Ich bin echt saumüde. Man merkt den Schlafanzug. Aber ja, tut halt irgendwie auch echt weh, dann jetzt sozusagen tschüssi. Ihr alle immer mit eurem PB bewerten. Ich habe das vorhin schon mal erklärt, warum ich das nicht mag. Und ich mag das auch nicht tausendmal erklären, habe ich keine Lust. Previous. Nimmst du bis. Ach Mensch, immer diese Anfragen. Mich nervt es wirklich so sehr, wenn es dann auch tausendmal hintereinander ist. Generell. So, ich finde, der größte Nachteil am Livestream ist, wenn du dann so lange live bist, so wie ich jetzt, so 3-4 Stunden oder so, und dann irgendwann kommen halt immer neue Leute rein und fragen Fragen, die andere Leute vorher schon tausendmal gefragt haben. Natürlich will man nicht unhöflich sein. Natürlich will man die genauso beantworten, wie man sie vorher beantwortet hat. Aber man kommt sich irgendwann einfach vor wie so ein Papagei, der immer dasselbe wieder und wieder und wieder und wieder erzählt. Schon ein bisschen nervig. Ja, aber so, das ist so das Einzige, was mich ein bisschen stört. Ruski, jetzt. Ich habe das, also ich habe Russisch in der Schule gelernt, wenn ich auf dem Gymnasium war. Und da musste man noch eine zweite Fremdsprache lernen. Und ich hatte halt Russisch, aber sonderlich gut war ich auch nicht. Ich kann das so ein bisschen so bruchweise halt, so diese Standardsätze halt, aber. Ja, für mehr reicht es dann auch nicht. Also ich kann auch Russisch lesen und schreiben. Das ja. Aber so Deklination und sowas ist dann eher schwierig. Man kann ja nicht immer alles beantworten. Ist halt echt so. Aber ich versuche es zumindest. Wenigstens sinnvolle Sachen. Vieles überlese ich halt auch einfach, weil dann wieder was Neues kommt. Und ich will dann halt auch nicht so hochscrollen. Danke für die Rose. Deshalb laufe ich vor mir selber weg. Genau. Ja. Aus welchen Fehlern hast du gelernt? Ach. So aus einigen, aus vielen. Fehler sind ja da, um draus zu lernen. Fehler, also ich finde es völlig okay, Fehler zu machen, wenn man draus lernt. So kann man wenigstens sich so noch was aus den negativen Sachen beibehalten. Noch was draus mitnehmen, noch was draus lernen.
Genau. Aber ja, wie gesagt, aus einigen Sachen, ich könnte das jetzt alles gar nicht so pauschal aufzählen. Verschiedenes. Vor allem naiv sein ist, also man ist oft naiv, finde ich. Man vertraut oft zu schnell, man glaubt oft zu schnell. Oder generell auch so Faulheit oder so. Voll viel macht man sich selber kaputt, weil man einfach zu faul ist, was zu machen. Und ich habe es jedes Mal bereut und deswegen bin ich halt einfach gar nicht mehr so. Nein, meine Lippen sind nicht aufgespritzt, obwohl die Frage jetzt schon tausendmal kam. Sind sie nicht? Was ist dein Traumjob, den ich gerade schon mache, Krankenschwester? Bist du gläubig? Naja, also als Kind war ich sehr oft in der Kirche. Aber jetzt irgendwie so eher weniger. Also ich tue halt auch nichts für den Glauben, gehe irgendwie zur Kirche oder bete oder so. Es ist halt einfach alles weniger geworden. Mega hübsch, dankeschön. Schlampe. Okay, also freut mich für dich auf jeden Fall, dass du so einen Wortschatz hast und dass du der Meinung bist, irgendwelche fremden Leute auf TikTok zu beleidigen, die du gar nicht kennst, anhand von äußerem Erscheinungsbild. Ja, weiß natürlich nicht, woran du es festmachst, aber deine Meinung ist okay. Mercedes oder BMW? Mercedes. Definitiv. Stadtmatratze. Das ist halt schon lustig, sowas zu sagen, wenn man sich gar nicht kennt und nicht mal in meiner Stadt lebst. Ich das auch definitiv nicht bin. Ja, ich weiß auch nicht, was da aus dir spricht. Aber manchmal ist es einfach schöner, einem Menschen ein Kompliment zu machen oder einem Menschen nett gegenüberzutreten, anstatt jemanden einfach zu beleidigen. Findest du nicht? Findest du es nicht auch schöner, wenn ein Mensch nett zu dir ist, als wie wenn ein Mensch dich beleidigt? Vor allem grundlos. Aber naja, gut. Da wären wir wieder beim Thema Reife. Guten Morgen. Um die Uhrzeit darfst du nicht live sein. Den Fehler habe ich auch gemacht. Ach so. Wegen den ganzen Kommentaren. Ja, ich merke schon, je später es wird oder je früher, keine Ahnung. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Ja, desto schlimmer werden halt auch die Kommentare in der Hinsicht. Nicht, dass es mich stört, ich gehe gerne darauf ein, warum nicht. Ja, meistens sind es eh Kinder oder irgendwelche hobbylosen Menschen wie ich. In dem Sinne bin ich auch gerade ziemlich hobbylos, wenn ich einfach bis, keine Ahnung, 3 Uhr nachts live bin. Hast du schon mal Gym oder hast du schon trainiert? Ja, sehr lange sogar. Ich habe richtig, richtig durchgezogen und dann bin ich umgezogen und habe halt gesagt, dass ich durch den Umzug erstmal Pause mache, weil ich es halt einfach mit Arbeit und Umzug nicht geschafft habe. Und dann wollte ich danach direkt weitermachen. Hatte dann auch keinen Bock, jedes Mal bis zu meinem Gym zu fahren, weil das mega lang entfernt war. Wollte das Gym auch nicht wechseln und habe mir dann immer wieder gesagt, ja, okay, bald fange ich wieder an und dann ist es jetzt schon ein ganzes Stück her. Und jetzt habe ich auch vor einem Monat die Mitgliedschaft gekündigt. Also es ist erstmal wirklich komplett vorbei. Aber irgendwann mal wieder. Klar finde ich es auch traurig, aber jetzt, wenn ich es so aktuell betrachte, habe ich auch überhaupt gar keine Zeit für Gym.
Ich finde, wenn dann Gym richtig, also ich habe es wirklich richtig durchgezogen, dass ich wirklich jeden Tag, also 6 Tage die Woche gegangen bin, einen Tag Rest Day. Und ich finde, wenn man sowas macht, dann richtig. Und dafür habe ich einfach nicht die Zeit, 6 Tage die Woche ins Gym zu gehen. Wo lebst du in Sachsen? Die Stadt möchte ich nicht sagen. Muss ja auch nicht jeder wissen. Naiv ist nicht dumm. Das stimmt allerdings. Da hast du recht. Vielleicht habe ich mich ein bisschen blöd ausgedrückt. Naiv ist nicht gleich dumm, das stimmt. Man kann sehr wohl schlau sein, auch wenn man naiv war. Ich sage ja auch nicht, dass ein Mensch dumm ist, weil er naiv ist. Es war einfach nur falsch ausgedrückt. Einfach sehr gutgläubig, was meistens auch einfach dem zu schulden ist, dass man halt immer das Gute im Menschen sehen möchte, generell halt einfach ein positiver Mensch ist oder halt generell so ein Grundvertrauen an andere Menschen hat. Ja, wie gesagt, einfach ein Verständigungsfehler. Bist du naiv? Ich war sehr naiv tatsächlich, aber finde ich mittlerweile gar nicht mehr.